Ist eine hochqualifizierte Ansage. Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Ich bin gerade dabei und räume mir hier gerade, oh Gott, ist das geil, mein Short, um es genau zu sagen, Wagyu Shortcut Rib mit Knochen aus. Das sieht so genial aus. Wahnsinn. Ich drehe das mal hier so ein bisschen rum. Dann kann man hier so ein bisschen die Marmorierung sehen. Hier an der Seite kann man das auch nochmal klasse sehen. Halt richtig schön durchwachsen das Ganze. Ich werde jetzt hier oben die Fettschicht, ich werde die nicht runternehmen, habe ich mir überlegt. Ich werde die einfach schön einritzen und dann gleich beim super schön mit anbraten. Ich schneide das jetzt hier so schön ein, nicht zu tief, nur das Fett. Das wird dann gleich auch schön ausgelassen dabei und dann gibt das halt so eine geniale Kruste. Dann mache ich da jetzt ein bisschen Wrap drüber und dann warten wir darauf, dass mein Ofen gleich richtig heiß ist und dann machen wir das in meinem Dutch Oven. Das wird mit Sicherheit richtig genial. Ich mache da jetzt Hamburger Gunpowder drüber. Das habe ich mir wieder besorgt, beziehungsweise das hatte ich noch von neulich. Sonst habe ich ja immer Magic Dust benutzt. Ich finde dieses Hamburger Gunpowder, als Hamburger nimmt man das natürlich. Ich war erst ein bisschen am Überlegen, ob ich das nicht im Smoker mache. Aber da meine Familie ja so ein bisschen soßenbesessen ist und ich im Endeffekt auch, mache ich das natürlich auch gerne wieder in meinem Dutch Oven, weil dann habe ich halt eine richtig geniale Soße hinterher wieder. Und die finde ich schon wichtig. Ja, Soße finde ich auch richtig toll. Ja, Soße gehört ja auch zu einem guten Essen dazu. Und wenn ich das im Smoker mache, dann habe ich halt das Problem, dass ich mir dann halt erstmal was ausdenken muss, wie ich das mache. So, das lassen wir jetzt einen Augenblick hier so ziehen. Ich gucke jetzt mal nach meinem Dutch Oven, was der so sagt, ob der schon richtig heiß ist und dann geht das gleich los. Der Dutch Oven ist super schön heiß. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Butterschmalz am Start. Das tun wir jetzt hier hinein. Das will nicht. Jetzt will das. Und dann kommt da auch gleich das Fleisch drauf. Ich habe ein bisschen schief ist mein Topf gerade, glaube ich, sehe ich. Das ist auch nicht ganz so schlimm. Ich tue den da jetzt schon mal hinein. Und dann braten wir das mal ein bisschen an. So, von der einen Seite haben wir das jetzt schon mal so ein bisschen angebraten. Jetzt braten wir es von oben, dann drehen wir es gleich nochmal, sodass auf allen Kanten so ein bisschen angebraten wird. Ich schneide mir jetzt hier so ein bisschen Speck runter. Den wollen wir gleich wieder schön anbraten. Wir nehmen gleich das Fleisch raus, dann braten wir den Speck an, dann kommen die Zwiebeln da rein. Und dann werden die Zwiebeln so ein bisschen mit braunem Zucker karamellisiert und der Speck natürlich dann gleich mit. Aber das reicht schon. Ist jetzt so ein bisschen hochkant gestellt, damit es auch von hier aus noch ein bisschen angebraten wird. Jetzt mache ich das gleich an der Seite noch und dann werde ich es auch schon das erste Mal rausnehmen. Dann kommen die Zwiebeln und der Speck da rein und dann geht das gleich weiter. Oh ja, sieht richtig gut aus. Ja, wir wollen das auch jetzt nicht schon so mega heiß haben. Wir wollen es nur so ein bisschen anbraten, um ein bisschen Röstaromen zu bekommen. Das reicht mir im Grunde schon völlig aus. So, Speck haben wir klein geschnitten, den tun wir da schon mal rein. Der soll jetzt schon mal so ein bisschen andünsten. Ich schneide mir jetzt mal eben schnell hier ein paar rote Zwiebeln runter, die gleich da zu meinem Speck dazukommen. Brauchst du denn? So viele da. Ja, so viele da. Wir wollen ja auch anständig Soße haben, also müssen wir auch anständig viele Zwiebeln klein schneiden. Jetzt Zwiebeln rein, ne? Ja, genau. Jetzt die Zwiebeln da rein. Und Karotten für die Soße.
Ja, das kommt da jetzt gleich alles rein. Die Zwiebeln habe ich ja schon reingetan. Jetzt tue ich da noch Karotte drauf. Dann kommt da noch Sellerie drauf. Und ein Hauch Lauch. Also halt ganz klassisch. Und dann werden wir das Ganze karamellisieren. Bisschen Sellerie. Genau, der liegt da ja schon. Den schneiden wir auch gleich noch schnell runter. So, hier ist das alles schön am vor sich hin köcheln. Ich tue da jetzt noch ein bisschen Sellerie und ein bisschen Lauch dazu. Das muss jetzt auch noch ein bisschen was an Farbe bekommen. Das dauert aber mit Sicherheit nicht lange. Ich habe Frank nicht anständig geschnitten, aber das löst sich auch. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Meine Frau hat schon wieder Angst, dass das hier richtig scharf wird. Ich habe hier eine grüne und eine rote Chili am Start. Die werden wir jetzt auch noch schön schnell klein schneiden. Und da müsst ihr dann natürlich dringend noch mit rein. So, Chili muss natürlich schön klein geschnitten werden. Wir wollen natürlich nicht so eine riesen Lappen da drin haben. So diese riesen Lappen auf der Zunge, das ist natürlich mega unangenehm. Das wollen wir natürlich gar nicht. Deshalb schön fein schneiden das Ganze. Und ich sage das jetzt wie immer, wem das natürlich alles viel zu scharf ist, der macht nur eine halbe oder der schneidet sie in der Mitte auf und nimmt die Kerne raus. Das nimmt alles halt so ein bisschen was an Leistung zurück. Und dann kann man dann halt auch nur mit ein bisschen Chili arbeiten. Aber ich würde immer sagen, tut euch Chili rein, bevor ihr irgendwelches Chili-Pulver nimmt. Nehmt lieber eine frische. So, die kommt da jetzt natürlich auch noch mit hinein. Dann müssen wir das Ganze mal kurz eine Runde umrühren. Und dann können wir da jetzt mal ein bisschen Tomatenmark reintun und dann kommt da Zucker drauf. Brauner Zucker? Ja. Yep. So, ordentlichen Schuss Tomatenmark. Das ist eine gute Wurst, die nehmen wir. Die wird natürlich auch gleich da schön drunter gerührt. Das muss halt auch so ein bisschen mit anrösten. Mmh, das sieht schon richtig gut aus. Das wird langsam. Auf jeden Fall riecht das schon gut. Schön braunen Zucker darüber, der aber eigentlich gar nicht braun aussieht, aber ist er. Achso, du hast Diabetes. Gut, dann nehmen wir den Zucker wieder raus. Jetzt werden wir das Ganze schön ankaramellisieren. Dann kommt das Fleisch da rein. Und dann löschen wir das Ganze ab mit Portwein. So wollen wir das haben. Dann tue ich da jetzt mein Fleisch wieder oben drauf. Top. Und jetzt gibt es ein bisschen Alkohol auf die Mütze. Richtig schön Portwein. Ja, verkocht ja sowieso. Wir brauchen sowieso Soße. Auf jeden Fall brauchen wir Soße. So, Deckel drauf und dann lassen wir das jetzt mal kurz so eine Viertelstunde, 20 Minuten vor sich hinziehen. Und dann kann ich das wahrscheinlich nochmal aufgießen mit ein bisschen Brühe. So, wir haben jetzt ungefähr 20, 25 Minuten. Ist er jetzt zu? Habt ihr ja eben gesehen, wie ich ihn zugemacht habe. Ich mache den jetzt mal auf. Das sieht ja schon super aus. Das Fleisch ist noch nicht durch. Das ist noch nicht so weit. Das dauert noch einen kleinen Moment. Aber wir sehen, es fehlt uns hier Flüssigkeit. Und die werden wir jetzt nachfüllen. Ich habe mir so ein bisschen Brühe mitgebracht, die tue ich da jetzt hinein. Und das lassen wir jetzt auch noch wegreduzieren. Und während wir hier jetzt noch weitermachen, ich den Topf hier wieder zumache, wäre es toll, wenn ihr uns jetzt einen Daumen geben würdet, dafür, dass ich das hier nicht richtig mache.
uns einen Daumen geben würdet. Das würde uns sehr freuen. Wenn euch unsere Videos gefallen, abonniert uns gerne. Habt ihr irgendwelche Fragen, irgendwelche Kommentare, schreibt sie einfach unten rein. Wir beantworten die natürlich super gerne. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn das hier weitergeht. Unser Fleisch war jetzt hier 2,5 Stunden schön am Simmern. Ich habe da noch einen ganz kleinen Schuss Rotwein reingetan und ein bisschen Barbecue-Sauce, um die Soße noch ein bisschen abzurunden. Das sieht super gut aus. Ich habe eben da schon mal mit dem Thermometer gemessen. Wir haben da jetzt gerade eine Kerntemperatur von 58 Grad. Das ist echt optimal. Ich werde das hier gleich rausholen und dann werden wir das mal schön anschneiden. Meine Soße ist natürlich hier fast schon Gemüse geworden. Sehr, sehr rund, aber sehr gehaltsam und sehr lecker. So, unser Fleisch ist gar. Ich werde das jetzt, das sieht richtig genial aus. Hier kann man die Knochen wunderbar sehen. Ich werde das jetzt hier einmal so runterschneiden, damit wir mal den Garpunkt sehen können. Alter, ist das geil? Das ist richtig geil. Ja, hier noch schön rosa innen drin. Super schön heiß. Ja, das muss jetzt noch einen Augenblick ruhen. Dann werde ich das gleich aufschneiden und dann werden wir die Teller fertig machen und dann zeige ich euch das nochmal. Das sieht schon richtig genial aus, ja. So. Dann kommen da jetzt Champignons drauf. Hier haben wir nur Pfeffersalz, bisschen Knoblauch angegart. Dann hat meine Mutter Klöße gemacht. Ein Kartoffel-Quark-Kloß. Und dann gibt es jetzt halt noch ein bisschen was von der Soße. Hier simmert das restliche Stück Fleisch noch so ein bisschen vor sich hin wieder. Ich tue jetzt hier einfach mal ein bisschen was von meiner Soße noch drauf. Wahnsinn. Die gleich schön mit dem Kloß. Richtig geil. Unser Shortcut Wagyu Fleisch mit einer super genialen Soße. Ein bisschen Champignons angebraten mit Knoblauch, Olivenöl, Pfeffersalz. Und unsere Quark-Kartoffelklöße. Schön angebraten in Panko. Richtig geniales Essen. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Gefällt euch unser Channel, dürft ihr uns gerne natürlich abonnieren. Macht euch die Glocke an, dann hört ihr jedes Mal, wenn wir wieder was Neues gekocht haben. Und ja, ich freue mich darauf, für euch wieder zu kochen. Und wir sehen uns wieder in Kürze. Und ich sage tschüss. Und Frank von foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal, sagt der Frank und tschüss. Trying to stay strong and fake a smile until